Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ja, es geht weiter. Wir befinden uns im einsamen Wald und gleich werden wir wahrscheinlich viele, viele Monster töten müssen, um diese Flüchtlinge zu beschützen, die hoffentlich nicht angegriffen werden. Bevor es in die Action geht, möchte ich einmal kurz etwas zeigen. Ich wurde gefragt, wo gibt es das hier? Woher habe ich das? Dieser Gegenstand kann hier nicht abgelegt werden. Ach so. Ja, so muss man das machen. Also, wo gibt es das hier? Diesen Thron. Diesen mächtigen Thron. Ja, wo gibt es diesen mächtigen Thron? Das werde ich gleich mal verraten. Den gibt es bei einem bestimmten Event. Wir können ja ganz kurz mal gucken, bei welchem Event es den gibt. So, einmal kurz abschalten. Gehen mal in die Events rein. Zack. Ah, da sind wir schon. Bei den Ereignissen. Also es ist ein bestimmtes Ereignis und zwar das Jubiläum des Beschützers. Das kommt immer vor dem Sommerfest. Und da kann man sich verschiedene Throne erspielen und dann kann man auf diesem Thron sitzen. Ja, und zum Thron des Schattendrachen gibt es auch den Thron des Spielleiters und den Thron des Bu und den Thron des Löwen. Also viel mehr kann man damit auch nicht machen, als sich halt draufsetzen und toll auszusehen. Aber ist ein kleines, schönes Gimmick. Ne? Wer den haben will, es müsste ihn theoretisch auch im Auktionshaus geben. Mal gucken, was der so wert ist. Oh, Thron des Nordens gibt es auch noch. 2000 Astraldiamanten. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Da war eben ein Thron des Löwen. Thron des Löwen. Thron des Spielleiters. Oh, Thron des Spielleiters. Alter Schwede. Kein Thron des Schattendrachen. Ah, scheinbar waren die Leute... Oder wollten die Leute den lieber wohl für sich behalten? Also was man sich kaufen kann, ist den Thron des Spielleiters. Der sieht auch nicht schlecht aus. Kann man sich den angucken? Nee, leider nicht. Also der sieht auch nicht schlecht aus. Hab ich auch. Ich habe auch den Thron des Bu und den Thron des Löwen. Aber ich finde den Thron des... Drachen, das ist der Beste. Gut. Viel geredet, nichts gemacht. Wir müssen jetzt die Leute beschützen. Okay, hier haben wir ein Camp. Ist das Einsamwald? Fragezeichen. Schnell, wir müssen handeln. Ja, genau. Schnell. Aber was? Was müssen wir tun? Die Trolle haben ohne Vorwarnung angegriffen und uns aus der Stadt getrieben. Catty Bree versorgt die Verwundeten so gut sie kann. Doch wenn die Stadt nicht wieder eingenommen wird, dann werden viele dieser Leute in der Kälte sterben. So, was machen die Trolle so weit im Norden? Ich hätte ja eher so an Riesen gedacht oder so. So, okay. Das ist also das Camp mit den Verwundeten. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Außer Verwundeten? Ein Strand. Falls ihr euch wundert, was ich hier mache, ich erkunde. Ich sichere den Perimeter. Ne, nicht, dass wir hier von hinten angegriffen werden. Na gut. Man kann davon ausgehen, der Perimeter ist sicher. Okay, den Pfad freimachen. Na gut, da sind dann die Feinde. Finden wir auf der anderen Seite der Karte noch irgendwas Interessantes? Da, wo keine Feinde sind. Oh. Ah, ich wollte dich nicht überfahren, tut mir leid. Ach so, da hinten sind... Da
Ja, da hinten sind die Feinde. Aber wenn man schon so eine lustige große Karte hier macht, also hier muss ja auch irgendwas sein. Würde ich mal vermuten. Ah, okay. Unsichtbare Wand. Ich frage mich, was das hier ist, diese Grenze. Weil wir haben sie jetzt ja klar überschritten. Na gut, kümmern wir uns um die Feinde. Was haben wir denn da? Scharfschütze, Frostgoblins. Ulfgar, es gibt Arbeit. Okay. Dort geht's lang. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ja, das war wohl ein bisschen Overkill, was ich gemacht habe. Okay, da sind die nächsten Feinde. Ah, dann wollen wir mal. Genau. Danke. Aber bitte. Ja, ein bisschen buffen könnten wir uns theoretisch auch, ne? Ich meine, schadet ja nicht. Was haben wir denn viel? Kraft haben wir viel. So. Ich brauche jetzt keinen Buff, aber ich habe so viele von den Tränken. Ah. Ich habe euch gar nicht gesehen. Tut mir leid. So. Ich rolle jetzt ein bisschen, um möglichst schnell meine Unsichtbarkeit wieder aufzuladen. Was? Ah. Ach, Ulfgar. Lass mir ein bisschen was übrig. So, die nächsten Feinde sind da vorne. Da wird es wahrscheinlich dann ein bisschen lustiger werden. Da hinten sehe ich schon Feinde. So ein Riesenhafen. Ebenfalls mit Feinden voll. Und irgendwas glüht hier. Ist das ein großes Lagerfeuer? Ha. Hm. Ulfgar, sag du mal. Ey, Ulfgar. Hafen? Oder Marktplatz.
Ey, der ist echt groß. Schaut euch mal den an. Alter Schwede. So, Wolfgar. Sag mal. Hafen oder Marktplatz? Ich würde sagen, wir holen uns den Marktplatz. Ne? Auf drei. Eins, zwei, drei. Attacke! Oh, verdammt, das sind ja ein paar mehr, ne? Machen wir das mal so. Vielen Dank! Ja, ihr seid frei. Ach so. Ja, Lagerfeuer. Ich lag richtig. Ich lag definitiv richtig mit Lagerfeuer. Kriegstroll? Ah, whatever. Krähen, weg mit euch. Krähen. Böse Krähen sind überall dort, wo... Naja. Wo Menschen gestorben sind. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade so den Titel Feast for Crows im Kopf. Feast for Crows. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Wer weiß das? Wer kann es mir sagen? Ich wette, fast alle von euch können es mir sagen. Wo kommt der Titel her? A Feast for Crows. So, keine Angst. Gleich wird es wieder weitergehen mit dem Kämpfen. Ich will nur den Perimeter sichern. Nein, ich will mich natürlich ein bisschen umschauen. Ich bin neugierig. Kann ja sein, dass da tolle Sachen versteckt sind, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, Hafen. Da hinten sind die Trolle. Also vom Aufbau her, muss ich sagen, also die Karte gefällt mir einfach mal so. Ne? Hübscher Hafen. Interessante Insel da hinten. Ich wette, da wird es irgendwann nochmal hingehen. Irgendeine Quest oder so. So, Eindringlinge besiegen. Wo seid ihr? Ich habe euch doch gesehen. Ich hab euch doch alle gesehen. So, kommt. Bitte alle einmal versammeln. Ja, so ist recht. War das der Troll oder war das Wolfgar? Würde mich nicht wundern, wenn es Wolfgar war. So, gibt's da hinten irgendwas? Werde ich hier hinten gibt's erst später irgendwas. Vielleicht ein Händler oder so. Wer weiß. So, hier ist wohl ein Schiff untergegangen. So. Weiter geht's. So, nur damit ihr wisst, was abgeht.
So, ein paar Trolle haben bisher nichts mitbekommen hier. Eine Gruppe noch. Irgendwo habe ich eine Gruppe verpasst. Wulfgar! Wo ist der Rest der Eindringlinge? Na komm, ein bisschen schneller, Wulfgar. Du hast doch lange Beine. Da sind sie. Liedsänger. Frigin! Hey, Frigin! Was los? Deine Freunde sind ja alle weg. Na, okay. Mal gucken, was Frigin so auf Lager hat. Ah, noch mehr. Das ging doch, oder? Das ging doch. So, Katie Bree. Avandro Perth. Einwohner von Einsamwald. Hey! Das nennt man Plündern! Hier wird geplündert! Hier, du solltest genau wie die anderen Feuer löschen! Feuer löschen! So, kommt, ich lösche mit. Das geht ja so nicht. Du müsst mitlöschen! Feuer löschen! So, na, reicht das schon? Kommt, mit weiter löschen. Wir müssen löschen. Wulfgar, mitlöschen. Danke, dass ihr diese Plünderer aus der Stadt vertrieben habt. Ihr solltet euch erst einmal etwas ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag. Ach, gute Idee. Für eine wohlverdiente Pause. Nein, ich muss mich vorher noch um einige Dinge kümmern. Aber was für Dinge? Was könnte das für Dinge sein? Ich könnte den Rest der Karte erkunden, aber wozu? Wozu? Na komm. Gute Idee für eine wohlverdiente Pause. Habe ich jetzt was verpasst? Ein Titel oder irgendwas? So, yeah, es ist alles gelöscht. Super. Da. So. Wohlverdiente Pause. Wir streicheln einmal unser Maskottchen. Zing. Reine Energie bekommen wir. So, da ist Wulfgar. Katie Bree. Ach, mit ihm sollen wir jetzt sprechen, ne? Na, machen wir das doch mal. So, Avandro. Gefährliche Zeiten für Einsamwald. Richtig. Eine Reise in den Norden abgeschlossen. Ich stehe in eurer Schuld. Ich habe mich zwar nicht darum gerissen, Ratsmitglied zu werden,
Doch solange ich noch ein Wörtchen mitzureden habe, werde ich ganz gewiss nicht zulassen, dass jemand in meiner Stadt zu Schaden kommt. Nur wenige in dem Lager hätten in dieser Nacht die Trollangriffe und diese unnatürliche Kälte überlebt. Ja, gern geschehen. Hier. Und nun, Wulfgar, erzähl mal, wie geht's dir? Prost, übrigens. Es fühlt sich gut an, wieder am Rande der Zivilisation zu sein. Ich sehne mich häufig nach der Einsamkeit des Waldes und dem Fieber der Jagd zurück, wenn ich im Süden bin. Ich mache mir jedoch um die Einwohner von Einsamwald Sorgen. Sie sind zwar ein zählebiges Völkchen, doch selbst sie können diese unnatürliche Kälte nicht lange aushalten. Da muss man mehr Feuer machen, ne? Was werdet ihr nun unternehmen, nach dem Einsamwald von den Eistrollen befreit wurde? Ich werde Einsamwald als Basis verwenden, während ich die umliegenden Landstriche auskundschafte. Einige meines Volkes nutzen die Schwierigkeiten der Zehnstädter, um wie in alten Zeiten zu rauben und zu plündern. Andere wurden von den Frostriesen und ihren Schergen versklavt. Ich werde jene suchen, die immer noch frei sind, und sie gegen die Riesen in den Kampf führen. Außerdem werde ich mich unter den Angehörigen des Battlehammer-Clans umhören, ob sie mehr über die Pläne der Riesen wissen. Die Verteidigung von Einsamwald lege ich hingegen in eure fähigen Hände. Oh, vielen Dank. Gute Jagd, Wulfgar. So, in meine fähigen Hände. So, Kay Debris. Du hast doch bestimmt einen Auftrag für mich, ne? Die Einwohner von Einsamwald benötigen eure Hilfe. Genau, der Wiederaufbau von Einsamwald. Was Wulfgar angeht, Wulfgar und ich sind alte Freunde. Wir haben zusammen mit Drist schon einiges durchgestanden. Ich verstehe. Okay, also ihr drei, Bruno und Drist? Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit Bruno gesprochen. Er hat mir von den Abenteuern berichtet, die er mit euch und Drist beim Kampf gegen die Dämonen erlebt hat. Er sagte, und ich zitiere, ihr seid ganz in Ordnung. Und glaubt mir, für diesen mürrischen alten Zwerg ist das ein ganz schön großes Kompliment. Um ehrlich zu sein, bin ich sogar etwas neidisch. Bevor diese Sache mit den Riesen angefangen hat, war es in dieser Gegend viel zu ruhig. Übermittelt meine Grüße, wenn ihr Bruno das nächste Mal seht. So, der Wiederaufbau. Ich würde euch und Markus ja gerne in Brinschender helfen, doch auch in Einsamwald gibt es viele Probleme. Viele Einwohner haben ihre Häuser verloren und stündlich kommen mehr Flüchtlinge aus dem Süden an. Das Klima hier ist rau. Selbst unter den günstigsten Umständen ist das Überleben niemals garantiert. Wenn wir nicht sofort handeln, um diese Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen, dann werden viele von ihnen den Tod finden. Wir müssen unbedingt Notunterkünfte bauen, um diese Leute aus der Kälte zu bekommen. Doch Frostgoblins machen unseren Holzfällern zu schaffen, sodass mittlerweile unser Bauholz knapp geworden ist. Kümmert euch um diese Goblins, sodass wir unsere Vorräte an Bau- und Feuerholz aufstocken können. Außerdem benötigen wir Tierfelle für Kleidung und Zelte. Wenn euch dort draußen in den Wäldern aggressive Frostwölfe oder Eisbären über den Weg laufen, dann holt euch deren Bälge. Alles klar, wird erledigt. So. Oh, Wulfgar haut ab. Wulfgar! Nein! So. Dann schauen wir mal. Ja, die Karte hat sich ein wenig vergrößert. So ein ganz kleines bisschen. Holzfällung in der Wildnis. Lager der Trolle. Interessant. Verlassener Bauernhof. Schrein von Mieliki. Oder so. Na gut. Okay, wenn ich so aber auf die Uhrzeit gucke, dann würde ich sagen, diese Quest werden wir heute nicht mehr abschließen können. Wir können uns vielleicht nochmal so ein bisschen im Hafen umschauen, was es dort so gibt. Und in der nächsten Folge... Ach so, hier geht's dann raus, ne? Ja. Das ist der Ausgang. Gibt's hier noch irgendwo einen Händler oder so?
Aha, ostorianische Relikte. Händler muss ich möglicherweise erst freischalten hier, ne? Kann das sein? Genau. Relikte. Mhm. Ich habe aber nichts, ne? Nö. Alles klar. Ha. Huh. Eine dicke, fette Krabbe und jemand, der angelt. Das bedeutet, ich kann mit Sicherheit auch angeln, oder? Oder? Kann ich hier ins Wasser? Nö, kann ich nicht. So, die Krabbe war einmal. Ist nicht mehr. So, ich möchte angeln. Ich möchte gerne angeln. Brauche ich hier wieder irgendeine spezielle Angel oder einen Köder oder keine Ahnung? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Oh, ich freue mich aber schon drauf. Aber wisst ihr, ich muss sagen, Stomping Thunder macht mir Spaß. Also ich bin echt gerne hier. Ich fühle mich wie damals im Icewind Dale Modul. In Bryn Shander, in Caer Connaught. In Caer Connaught, genau, in Caer Connaught. Na gut, bevor ich aber weiter Zeit verschwende, ich werde jetzt hier quasi einen kleinen Cut machen, ein kleines Päuschen. In der nächsten Folge werden wir uns dann hier mit den Goblins und den Trollen und den Bären und den Wölfen auseinandersetzen. Ja, und danach dann wieder nach Schalt, ne? Und ein paar Dinos kloppen. So, das ist so erstmal der Plan für die nähere Zukunft. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.